So, willkommen zurück. Wir sind bei der nächsten Operation, Mission. Also, jetzt sollen wir irgendwelche Klu-Klu-Pylonen ausprobieren. Beziehungsweise aktivieren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber ich lasse mich da jetzt einfach mal ganz ehrlich überraschen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn der mich da reinschickt, muss es ja wohl da sein. So, die stelle ich mal gerade stumm. So, wie gesagt, Ladebildschirm, Abozeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wie gesagt, uns fehlen jetzt noch 2 Abonnenten, dann haben wir die 40 voll und dann wird auch schon die vierte Zahl bekannt gegeben. Und so langsam wird es immer mehr und mehr und mehr. Ich schätze mal, ab der Hälfte könnte schon fast passieren, dass es mal einer knackt. Aber ich denke mal, so ab den letzten 4 Zahlen wird es erst wirklich funktionieren. Und wie gesagt, wer es nicht ganz versteht, was er da machen soll, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da ist das eine Video von mir verlinkt mit der Erklärung. Boah, wie sich immer alles immer erholt hat. So. Was hat das jetzt hier mit meiner Aufgabenmission an sich zu tun? Moin Lost. So ganz verstehe ich es nicht. Warte mal, wo war das? Bla bla bla. Warte mal, das war doch hier irgendwie da. Ja, Deep Blue irgendwas. Tolle Info. Dieser Schutzbunker wurde ziemlich schwer beschädigt. Warum schickt ihr mich denn hier rein, wenn ich hier... Offenbar wurden alle Lebenserhaltungsmodule gestohlen. Diese Module vergrößern und schirmen den Schutzbunker ab. Hilfe! Hilf! Gute Arbeit! Die Module müssen doch hier irgendwo sein. Durchsuche die Zone und bring die fehlenden Teile zurück. Schutzbunker werden von tausenden Konstruktionsbots errichtet. Wenn die Bots angegriffen werden, gehen sie in den Tarnmodus und schalten sich ab. Oh, was leckt das denn hier so? Werden wir die ganzen Konstruktionsbots reaktivieren müssen. Leider ist ihr Tarnmodus sehr effektiv. Du wirst Hilfe benötigen, um die vermissten Konstruktionsbots zu finden. Mal sehen, ob ich Hilfe schicken kann. Das kann ein paar Minuten dauern. Irgendwie verstehe ich die Aufgabe nicht, wie die gemacht werden soll. Uns bleibt noch Zeit, bis sie eintreffen. Du kannst dich jetzt nach fehlenden Teilen umsehen oder den Schutzbunker verstärken. Ich würde gerne meine Mission machen, nur ich habe keine Ahnung wie. Wurde reaktiviert. Ich guck das noch Modul mal. Wird jetzt installiert. Die Installation jedes Teils dauert Ach, eine Minute. jetzt weiß ich's. Hier die Dinger müssen wir alle aktivieren. Also Plu-Plu sammeln. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Problem ist nur, dass ich hier mitten in die Lobby reinkam. Find jetzt mal hier Plu-Plu. Vielleicht da hinten. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Hilfe ist da. Suche nach Glotzbot. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Glotzbot hat nur begrenzt Energie. Wenn der Scanner nicht aktiviert wird, muss er zum Aufladen zurückkehren. Boah, hier ist nirgendwo Plu-Plu. Das ist ja jetzt nicht wahr, ey. Ich glaube, hier kann ich echt die Mission abhaken. Scan des Glotzbots ist bereit. Verteidige den Glotzbot während des Scans. Ja, da haben wir schon mal einen. So, wie gesagt, ihr müsst halt diese ganzen... Diese ganzen Bonus im Spiel aktivieren. Aber ich zeige das jetzt mal, wenn ich hier den ersten habe. Da brauche ich euch nicht alle zu zeigen. Ich meine, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Geht nicht. Hallo. So, den noch. Nö. Geh doch näher. Ah, ah.
Muss aber auch wirklich genau davor stehen, ey. So, auf jeden Fall genug Blue-Clu sammeln. Zack, 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 zack. So, dann seht ihr auf der Map links dieses Kreuz, da unten in der Mitte das Schild, oben dieses Laufzeichen, ja, ja, und rechts dieses Bauzeichen und ganz unten links die Batterie. Und wie gesagt, da müsst ihr dann hingehen. Boah, wo bin ich denn am nächsten? Na, ich gehe mal zur Batterie. Und die müsst ihr halt dann aktivieren. Na, ich gehe jetzt mal zur Batterie. Na, komm schon. Das ist halt das, was man eigentlich jede Runde machen sollte, weil es halt dann für alle einfacher ist in der Runde vom Spielen her. So, das heißt einfach, wir haben mehr Energie. Sonst haben wir 100 Energie, jetzt haben wir 120 Energie. Was wollen die denn jetzt alle von mir? Ja, 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 übertreib's doch. Ich habe die Module gesehen. Jetzt gehen wir zu dem Schild. Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Danke, Glotzbot. Ja, hier haben wir noch Blue-Clu. Alles mitnehmen. Weil zwei Stück braucht man. Also 10 Blue-Clu braucht man in der Runde definitiv. Wenn man alles in einer Runde machen will. So, da haben wir schon wieder Blue-Clu. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Ach, sind wir noch dran vorbeigefahren. Ah, es ist, wenn man die Aufgabe nicht richtig schließt. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt können wir zum Kreuz. Zack, zack, zack. Gucken, ob wir unterwegs noch was finden. 3 Stück haben wir noch. Also ein bisschen Blue-Clu müssen wir noch sammeln. Ah, da haben wir noch was. So, hier unten ist das Kreuz. Aber wie gesagt, das ist bei jeder Map anders da verteilt. Aber ihr müsst immer 2 Blue-Clu einzahlen. Ach, hier haben wir noch mal. Und da es 5 Stück sind, brauchen wir bekanntlich 5 mal 2, 10. Ein Modul wurde installiert. So, jetzt gehen wir zu dem Laufen. Oh, lasst mich doch in Ruhe. Ganz easy, wenn man weiß, was man machen muss. Ah, hier ist noch Blue-Clu. Glotzbot im Anmarsch. Hallo, hier bauen. Dankeschön. So, hier sind wir. Wo gehen wir denn jetzt hin? Fehlt uns jetzt eigentlich schon das Bauzeichen, richtig? Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Oh Gott. Ja, nur noch zu dem Bau. Dann haben wir alles fertig und dann können wir uns auch über die Hauptmission kümmern. Und wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, wäre nett, wenn ihr mir mal einen Daumen nach oben da lassen würdet oder sogar ein Abo. Der Glotzbot ist bereit. Verteidige den Glotzbot während des Scans. Ruhe bitte, ich kann sehen. Zack, zack. Oh, das ist eine Welt hier, echt. So, ganz schnell dahin. Dann klappt das mit dem Bau nämlich auch schneller in der Runde und dann können wir auch voll durchstarten. So, jetzt haben wir aber alles aktiviert, richtig? Der Schutzbunker ist jetzt besser. Ja, alles aktiviert. Gut. Und genauso müsst ihr es halt auch machen. Ihr könnt es entweder in einer Runde machen oder in mehreren.
das war knapp. Gesehenes kann nicht ungesehen gemacht werden. Überprüfe deine Karte. Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Dann bin ich aber genau richtig fertig geworden hier. Oh, jetzt hör auf. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Ich liebe diese Ratterer-Waffe. Offenbar haben sie sich für den Moment zurückgezogen. Finde diese Teile. Wir wollen uns nicht noch mit weiteren Angriffen herumschlagen. Ja, ich beeile mich schon. Installation wird fortgesetzt. Du hast ihn wohl wütend gemacht. Der nächste Raubzug wird schwieriger. Nein, das war kein Bär. Aber wie gesagt, wenn man weiß, was man machen muss, geht's eigentlich easy. So, den hat er gemacht. Zack. Nur noch zwei Module. Such weiter. So, dann mach ich auch mal Werbung für den Wolfking. Hilfe ist eingetroffen. Begib dich an den Ort, der auf deiner Karte markiert ist. Scan des Glotzbots ist bereit. Komm raus. Verteidige den Glotzbot während des Scans. Ruhe bitte. Ich kann sehen. Ich bin ein Bär. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Was leckt denn mein Spiel zurzeit so, ey? Kommt mein PC etwa nicht klar mit dem Stream und Video aufnehmen oder was? Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Komm, dies ab. War der da jetzt? Nein. Bam, bam, bam. Hä? Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Alle Module wurden gefunden. Gut, sobald alle Teile installiert wurden, wird der Schutzbunker wieder versuchen hochzufahren. In dem Fall gibt es einen großen Kampf. Der Gegner wird aus allen Richtungen kommen. Wow, was hat er für eine Festung da gebaut? So, erstmal mit 2 Minuten Zeit, noch ein bisschen Material zu farmen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber ich denke eigentlich schon, dass ich alles soweit ganz gut erklärt habe. Ich eigentlich immer Holz, ich brauche Stein oder Metall. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen.
Scheint, als hätte sich der Plan der Höhlen geändert. Sie ahnen, dass bald das letzte Teil installiert wird. Ja, sie planen bestimmt einen großen Angriff. Mach dich bereit! Und wenn ihr auch den Bär habt, sammelt immer diese Dinger hier auf. Installation wird fortgesetzt. Ach, hier ist meine Tagesaufgabe. Yeah, einen eigenen brauchen wir noch. Entschuldigung. Immer dieses Ernten. Haben wir hier noch Steine? Vor allem, wie viel Stinksteine ich eben vorbeigerannt bin. Das hat schon wehgetan, ey. Aber ich wollte euch halt unbedingt zeigen, genau wie die Aufgabe funktioniert. Ist das da? Kommen Sie! Verteidige den Schutzbunker! So, wo kommen Sie als erstes hier? Ja, von der anderen Seite auch. Aber. Was sind sie denn? Okay, kommt aber nicht viel. Noch nicht. Also hier die Seite ist sicher, bis jetzt. Kommt ja fast nichts. Alles gut, kannst hier weggehen. Ich bin hier sehr gut. Hier kommen nicht viele. Immer gucken, wo die Scheiße herkommt. Easy. Mein Handy noch ein bisschen stärker. Ja, die halten immer schön Abstand, ey. Aber schaffen trotzdem genug Schaden zu machen, ey. Ich sag ja, besonders schwer ist es jetzt nicht, aber das Team ist halt wie immer, also was heißt wie immer, aber meistens ist es ja topfit. Also hier stehen auch Fallen für das Doppelte eigentlich. So dämlich. Das ist es. Zack, das war's schon. Jetzt einsatzbereit.
So, wie gesagt, Bewegungsboost aktivieren, Konditionsboost aktivieren, Schildboost aktivieren, all die ganzen Booster an sich aktivieren. Das ist eigentlich, wenn man es weiß, ist es easy. Aber ihr habt ja gesehen, ich war selber am Überlegen. Ja, fast noch den meisten Schaden. Aber Wolfgang hat ein bisschen mehr gemacht als ich. So, haben wir das auch schon gemacht. Ich habe mir die Aufgabe aber auch nicht richtig durchgelesen. Eigentlich war alles selbsterklärend. Weil wo kannst du Schild verbessern? Ja, genau bei diesen Automaten. Schon tausendmal gemacht, aber dann doch nicht dran erinnert. Was muss man dann nochmal genau machen? Nee. So, mal gucken, was war als Belohnung. Ich glaube, irgendeine. Ich weiß schon gar nicht mehr. War das nicht eine Umwandlungsskizze oder irgendwie sowas? Ja, sicher bin ich mir gerade nicht. Wie immer, Ladebildschirm. Abonnierzeit. Ich bin mal gespannt, wann wir die letzten zwei Abonnenten hinkriegen, ob ich sie jetzt noch im Livestream hinkriege. Aber es ist halt auch noch ruhig, klar. Bei 40 Abonnenten kann man nicht erwarten, die müssen direkt da sein. Was Gutes passiert? Wie Pylonen, die auftauchen und hilfreich sind, das ist wohl eine düstere Warnung vor dem, was kommen wird. Aber lass das nicht deinen Spaß mit Pylonen schmälern. Ah, ist auch direkt eingebaut. Ja. Ja, ich muss dann wirklich mal, wenn ich mehr habe, in aller Ruhe danach gucken. Weil ich sehe ja selber, dass es viel ausmacht. So, ein Lahm haben wir aber keins gekriegt. Ah, doch. Ich brauche 4 Stück. Gucken, ob wir was kriegen. Oh. Bitte selten Überlebende. Immer selten überleben. Seltene, nicht grüne. Ich verteidige. Ja, Gold nehme ich auch. Kleines Lama. Da ist nichts drin. Hallöchen. Auch nichts. Hat man beim ersten nur Glück. Zack. Ja, da fehlen uns noch ein bisschen was. So, die Skizzen direkt wieder weg damit. Ne, die geht nicht. War da noch mehr? Ah, die war das noch. So, zack. Was? Ach, da ist mir einer nachgetötet. Ich wollte gerade sagen, hä? Wieso habe ich denn auf einmal Level 36? Immer diese Nachjoiner. Ich bin aber noch in der Aufnahme. Vielleicht hast du gemerkt, deswegen habe ich nicht geredet. So, damit sind wir aber jetzt eigentlich fertig. Wie gesagt, einfach diese Flugclue-Dinger einsammeln, dann ab zu den Schildern, Bauingenieur, bla bla bla, immer die Kästen, die da rumstehen auf der Map. Ich hab's ja gezeigt. Also in dem Sinne, Abo da lassen, Like da lassen, Kommentar da lassen. In dem Sinne, haut rein.